Hallöchen und herzlich willkommen zu einer richtig abgefahrenen Minecraft-Modifikation mit mir, dem Le Copa. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute habe ich euch wieder was ganz, ganz Tolles mitgebracht, denn heute werden wir uns, haltet euch fest, über 140 verschiedene Rüstungen in Minecraft anschauen mit der Block Armor Mod. Diese Rüstungen haben es wirklich in sich, denn diese kommen mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten daher. Man kann quasi aus fast allen Minecraft-Blöcken demnach eine Rüstung zusammenschmieden. Das heißt zum Beispiel hier eine Rüstung, die komplett aus Notenblöcken besteht. Sollten wir diese anziehen, dann musizieren wir, wenn wir durch die Gegend laufen. Wie geil ist das denn? Oder zum Beispiel, wir werden, wie gesagt, hier, ich habe einen ganz tollen Parcours aufgebaut. Hier werden wir gleich die einzelnen Rüstungen testen. Zum Beispiel hier eine TNT-Ausrüstung, mit der wir uns in die Luft jagen können. Oder hier so ein Furnace, ein Ofen. Eine Rüstung aus Öfen. Das heißt, damit können wir, wenn wir Blöcke abbauen, diese direkt schmelzen. Und das ist wirklich richtig abgefahren und funktioniert wirklich perfekt. Und demnach haben wir ein bisschen hier was vor. Und ich sehe schon, nach dem Video kann ich mich wahrscheinlich sogar für Germany's Next Topmodel bewerben, weil wir uns so viele Sachen anziehen. Ja, wir fangen natürlich direkt hier vorne an bei der allerersten Station. Und zwar haben wir als erstes eine Rüstung, die komplett aus Schwämmen besteht. Genau. Kurz zum Crafting-Rezept. Ich werde natürlich jetzt nicht ständig die Crafting-Rezepte zeigen, denn ihr müsst lediglich euren Wunschblock hier hineinpacken. Und dazu, ja, ganz normal mit diesem, ja, ganz normalen Rüstungsmuster, demnach hier eine Rüstung zusammenschmieden. So, als erstes haben wir, wie gesagt, die Sponge-Ausrüstung. Sieht ein bisschen aus wie SpongeBob-Schwammkopf. Und was, für was sorgt diese? Ganz einfach, ich werde direkt mal hier ins kühle Wasser springen, die R-Taste drücken und schon haben wir ganz einfach das Wasser aufgesaugt. Geil! Und schaut euch mal hier diese Wasserpartikel an. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich hoffe zumindest, dass es Wasserpartikel sind. Ja, gestern sah ich, um ehrlich zu sein, genauso aus. Allerdings waren das, Schweißpartikel vor Angst, da ich den Song von Bibi gehört habe. Da sah ich, ja, weiß ich nicht, da hatte ich eher einen Schweißausbruch bekommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist quasi hier diese Sponge-Ausrüstung. Natürlich können wir jetzt keinen See damit entleeren, weil dieser Effekt muss sich natürlich erstmal wieder aufladen, bevor wir den wieder verwenden können. Ja, ich weiß, manche Ausrüstung wird wahrscheinlich für den einen oder anderen overpowered vorkommen, aber man kann diese Rüstung auch zum Teil in der Konfigurationsdatei deaktivieren, dass man diese nicht craften kann. Als nächstes im Gepäck haben wir eine Ausrüstung, die komplett aus Dispensern besteht. Und ohne Mist, das Design, es ist herrlich. Es sieht einfach so geil aus. Hier seht ihr es auch schon. Sehen so ein bisschen aus wie Iron Man hier mit dem Loch in der Mitte. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, mit dieser Rüstung, mit der R-Taste Pfeile zu schießen. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Dazu werde ich mal ganz kurz hier natürlich ein, zwei Mobs spawnen mit meiner ganz tollen Konstruktion. Und, na, Frau Holle, das kann nicht wahr sein. Oh nein, oh nein, was habe ich getan? Sekunde mal. Ah, bin überfordert. So, mit der R-Taste, pam, haben wir die Möglichkeit, ganz viele Pfeile auf einmal zu schießen. Ringsum, das sieht auch schwer overpowered aus, denn wir benötigen keine Pfeile im Inventar, um diese zu schießen, ne? Trotzdem ist es zum Teil ziemlich schwierig, diese zu treffen, da nicht, zu 100% alle Seiten abgedeckt werden. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel hier hinstellen sollte, natürlich, der Creeper ist auch ein bisschen inkompetent, dass er direkt in meinen Pfeil reinläuft, direkt in meine Schusslinie. So, vielleicht jetzt. Alter, was ist mit dem, Creeper los? Ich glaube, der ist ein wenig suizidgefährdet, ne? Demnächst sprengt er sich noch hier in die Luft. So, ja, ihr habt hier schon gesehen, also wie gesagt, man kann nicht direkt alle Mobs auf einmal treffen. Ist empfehlenswert, wenn man von allen möglichen Seiten angegriffen wird. So, pam, und zack, auch hier müssen wir uns ständig aufladen. Aua, das hat weh. Okay, so, und dann geht es direkt weiter. Entschuldigung, ich bin hier ein bisschen mit am Mitfiebern, weil ich einfach so Spaß mit dieser Mod habe. Dann geht es direkt weiter mit der nächsten Rüstung. Und zwar haben wir jetzt eine Rüstung, die komplett aus Öfen besteht. Cool. Ja, auch wenn es schwer ist, aber wir können damit tatsächlich noch heißer werden. So, auch das Design wirklich wunderbar. Hier seht ihr es auch schon. Wir sind quasi ein wandelnder Ofen. Wie geil ist das denn? Genau, was kann diese Rüstung? Damit können wir ganz einfach... ganz einfach Blöcke, die wir abbauen, so abbauen, als hätten wir sie in den Ofen gepackt. Hier zum Beispiel. Einfach mal einen Steinblock abgebaut und wir bekommen keinen Cobblestone mit dieser Ausrüstung. Nein, wir haben direkt hier einen Stein rausbekommen. Ziemlich geil irgendwie. Auch, dass man hier so ein paar dampfende Partikel, Entschuldigung, ist wirklich der Hammer. Ziemlich cool umgesetzt. Das heißt, selbst wenn ihr hier zum Beispiel Eisenerz abbaut oder Golderze, dann bekommt ihr direkt die Ingots da rausgeschossen. Und das ist ziemlich genial. Meines Erachtens natürlich etwas overpowered, denn wir brauchen weder Kohle im Inventar und ich weiß nicht. Also wenn ihr auf eine Höhlentour gehen solltet, dann nehmt auf jeden Fall hier diese Ausrüstung mit. Als nächstes haben wir eine Knochenausrüstung. Zusätzliche Knochen können natürlich nicht schaden, müssen natürlich aufpassen. Wäre cool, wenn uns demnach Wölfe hinterherlaufen können. Dem ist aber leider nicht so. Das war schon lustig irgendwie, also als wandelnder Knochen. Ja, dieses Zeug ist auch sehr, sehr lustig, denn wenn ich jetzt die R-Taste betätige, passiert Folgendes. Zack!
Dann seht ihr auch schon, dass wir somit ganz viel... Ah, Hilfe! Ah, Gott, direkt hier ganz viel Botanik hier erzeugt haben. Geil! Genau, muss natürlich ein bisschen aufpassen wegen Gras- und Pollenallergie, ne? Ist natürlich ein bisschen gefährlich. Auch das ist natürlich viel zu overpowered, denn wenn ihr jetzt beispielsweise eine tolle Farm haben solltet, wie ich sie hier gerade zusammenkleistere, so, ich mit meinem grünen Daumen, dann könnt ihr mit der R-Taste euer Gewächs hier ganz schnell wachsen lassen, obwohl das klingt ein bisschen komisch, oder? Wir können natürlich nicht die ganze Zeit die R-Taste spammen, auch hier müssen wir natürlich warten, aber die Tatsache, dass wir demnach ganz, ganz viele Felder auf einmal mit einem Bone-Meal-Effekt bestücken können, ist natürlich, ja, das ist auf jeden Fall schon ziemlich overpowered. Also ganz ehrlich, eigentlich hätte der Mod das so machen sollen, dass man nur einen Block, wenn man auf Feld steht, dass man diesen irgendwie damit, mit Bone Meal, mit so einem Bone Meal Effekt, ja, bestücken kann. Weil das ist schon ziemlich stark. Ja, jetzt wird's richtig, richtig cool, denn jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen Abteilung, denn jetzt haben wir hier einige Blöcke, bei denen es sich nicht lohnt, hier so eine ganz tolle, so ein Hindernis aufzubauen. Zum einen haben wir hier erstmal ein Crafting Table, eine Crafting Table Ausrüstung. Auch diese werde ich natürlich direkt mal überziehen. Sieht übrigens richtig cool aus. So ein wandelndes Crafting Table. Wie geil ist das denn? Ja, auf der Gamescom als Cosplayer direkt mal als Crafting Table verkleiden. Hallo, das ist meine Farm. Was zum Teufel? Geh weg! Egal, mit der R-Taste können wir auf jeden Fall ganz einfach ein portables Crafting Table demnach aufrufen. Das ist echt cool, aber ich glaube, es lohnt sich nicht wirklich, dieses Ding hier zu bauen. Als nächstes haben wir eine Ender-Chest-Ausrüstung. Auch diese werde ich mal überziehen, ganz in schwarz hier. Und hier haben wir natürlich die Möglichkeit, mit der R-Taste auf eine Ender-Chest zuzugreifen. Ach, aber hier ist mein Sandwich, das habe ich die ganze Zeit gesucht. Ah, perfekt, super. Ich hatte das schon, ich weiß nicht, das habe ich vor 2 Wochen da reingelegt. Ah, jetzt habe ich es endlich wieder. Da lag es also. Na, endlich, dachte schon. Ja, genau. Dann als nächstes haben wir noch 3 weitere Rüstungen, die wir jetzt nicht explizit ausprobieren werden. Ganz kurz zur Erklärung. Mit dem Enchant Table Ausrüstung, da bekommen wir regelmäßig XP gut geschrieben. Selbiges passiert mit dem Lapis Lazuli. Und hallo, was drückst du mich hier die ganze Zeit weg? Und dann haben wir hier noch eine Emerald-Geschichte, auch sehr, sehr wichtig. Damit bekommen wir einen Fortune- und Looting- und Luck-Effekt. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall ebenfalls zulegen, weil so ein Looting-Effekt kann, glaube ich, nicht schaden. So, ich werde mich natürlich hier direkt entleeren und natürlich auch die Rüstung hier reintun und dann geht es direkt weiter. So, dann als nächstes haben wir ja, woo, direkt hier eine blaue Ausrüstung aus Brismarine-Blöcken. Hier seht ihr das Crafting-Rezept, zumindest ganz kurz eingeblendet. Wie gesagt, es ist ja nicht so spektakulär, die Crafting-Rezepte. Ja, dieses Teil ist wirklich sehr, sehr spannend. Wenn ihr irgendwie unter See arbeiten wollt, dann seht ihr auch schon, haben wir ab sofort die Möglichkeit, unter Wasser zu atmen. Ne, das, also wir, beziehungsweise wir verbrauchen keine Luft, oder nur ganz, ganz wenig, ihr seht es auch schon. Und vor allen Dingen, wenn wir im Wasser sein sollten und die Shift-Taste drücken, dann sinken wir wie ein Stein. Zack, und schon sind wir auf dem Boden. Das ist ziemlich abgefahren, um ehrlich zu sein. Man wird quasi richtig, richtig schwer. Gut, dazu brauche ich keine Ausrüstung. Ich gehe sowieso unter wie ein Stein. Und ja, ist auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte. Und wir bekommen natürlich einen Night Vision Effekt. Ein weiterer ganz toller Effekt, der ebenfalls mit dieser Geschichte daherkommt, ist einfach die Tatsache, dass wir generell, wenn wir irgendwo runterspringen sollten, mit der Shift-Taste sehr schnell auf dem Boden landen. Sei kurz gezeigt, einfach gesprungen und die Shift-Taste gedrückt und PAM! Natürlich habe ich das Wasser nicht getroffen. Warum sollte ich auch? Ah, mir kann niemand das Wasser reichen. So ist es halt. Und demnach haben wir ganz einfach noch so einen weiteren lustigen. Es ist eher so eine kleine Spielerei. Ja, selbiges funktioniert im Übrigen mit einer, mit 3 weiteren recht unspektakulären Rüstungen. Zum einen haben wir hier eine Rüstung aus Sand. Jetzt verstehe ich das auch endlich. Das sind, glaube ich, die sogenannten Sandalen, glaube ich, ne? So, daher kommt das, glaube ich. Und damit haben wir ebenfalls diesen Falling-Effekt, den wir auch mit diesem Brismarine mit inbegriffen haben, ne? Deswegen werden wir diese Sache hier jetzt nicht ausprobieren. Wäre natürlich mies, wenn die Rüstung wie Sand und Gravel hier in Minecraft einfach von einem runterfällt. Ja, das wäre... nee, danke. Das muss nicht sein, ne? Das will keiner sehen. Dann als nächstes, oh yeah, kommen wir zu einer unfassbar tollen Geschichte. Und zwar Rüstungen aus Blättern. Cool, so ein richtiges Buschwerk, welches wir uns überziehen können. Ja, das sehe ich so ein bisschen aus wie Mowgli, oder? Ja, passt ja irgendwie, ne? Ich meine, mit den Effekten ist man ja sowieso am Mogeln. Deswegen ist, glaube ich, Mowgli die richtige, ja, Bezeichnung für diese Ausrüstung. Nee, das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Geschichte. Ich feiere diese Ausrüstung ungemein. Denn wenn wir jetzt hier runterspringen sollten, dann verhalten wir uns wie ein Blatt im Wind. Das sei kurz gezeigt. Hier haben wir im Übrigen auch nochmal die Beschreibung. Fall slowly like a leaf in the wind. Und das Geniale ist halt, wir fallen nicht nur langsamer, sondern können nicht mal gerade
geradeaus gescheit lenken, sondern wackeln so ein bisschen hin und her. Ich meine, so ein Blatt fliegt ja auch nicht geradeaus auf dem Boden, das sei kurz gezeigt. Also ich drücke einfach die ganze Zeit nur geradeaus und ihr seht schon, dass wir in der Luft hin und wieder wackeln. Ich meine, wie abgefahren ist das denn? Das ist unglaublich gut gemacht. Und auch vom Design her, ich feiere das. Nochmal einen ganz, ganz großen Lob an den Modder. Ja, das ist quasi diese Geschichte hier. Ich habe jetzt nur 4 Ausrüstungselemente hier reingetan. Könnt natürlich auch aus den fehlenden 2 Blattsorten hier natürlich auch Rüstung zusammenschmieden. Dann als nächstes im Gepäck haben wir Wolle. Welches nehmen wir denn mal? Komm, wir nehmen einfach mal hier die rosane Variante. Auch hier habe ich nur eine kleine Auswahl reingepackt. Direkt mal übergezogen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Schwein, oder? Na gut, von mir aus. Kein Unterschied zu sonst. Ich werde mal ganz kurz wieder hier hochklettern, denn damit haben wir halt die Möglichkeit, den Fall Damage so zu reduzieren, dass wir einfach wirklich gar keinen Schaden mehr bekommen, wenn wir aus einer höheren Distanz runterfallen sollten. Gucken, vielleicht treffe ich sogar das Loch da unten. Ich glaube, ich habe die Leiter berührt, ne? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe auf jeden Fall einen Wolf-Sound gehört, als ich hier auf dem Boden aufgeschlagen bin. Und ich habe kein Fall-Damage bekommen. Also bin ich richtig abgefahren. Ziemlich cool umgesetzt, gefällt mir, ganz, ganz toll gelöst. So, dann geht es direkt weiter. Zack, 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 zack. Ach so, eine Sache noch. Ich habe mir tatsächlich, wir haben ja natürlich noch ganz viele Rüstungen vor uns, die wirklich richtig abgefahren sind. Wie gesagt, damit haben wir so einen Camo-Effekt, damit können wir uns unsichtbar machen mit dem Glas beispielsweise. Ich habe mir halt tatsächlich überlegt, und da möchte ich mal gerne eure Meinung zu erfahren. Ich würde gerne mal diese Rüstungen auf einer Dropper-Map ausprobieren, dass wir diese eventuell irgendwie in so Mod-Roulette ziehen und dass wir dann die Sprünge mit diesen Rüstungselementen meistern müssen. Sei es zum Beispiel mit dem Blatt, dass wir da irgendwie uns irgendwie steuern müssen. Oder hier zum Beispiel mit diesem TNT-Block, dass wir uns erstmal den Weg irgendwie kaputt sprengen müssen, damit wir da gescheit runterkommen. Dazu würde ich mal gerne eure Meinung zu erfahren, ob wir das einfach mal ausprobieren wollen. Denn es würde sich auf jeden Fall anbieten, denn es macht echt Laune. Jetzt kommen wir endlich zu einer meiner Lieblingsausrüstungen. Zumindest, ich glaube, die passt am ehesten zu mir, denn ich bin ja auch immer so explosiv hier. Mit der TNT-Ausrüstung haben wir halt die Möglichkeit, mit der R-Taste Blöcke in die Luft zu sprengen. Pam! Das ist richtig geil und ziemlich gefährlich natürlich, zugleich. Das hier, ich habe das vorhin mal getestet. Also, dieses Loch, welches wir erzeugt haben, ist natürlich deutlich größer als das, was wir mit einem Creeper hier auslösen können. Und ebenfalls deutlich größer, als wenn wir hier einen TNT-Block in die Luft jagen. Das möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Und da habe ich natürlich direkt vor Schreck einen TNT-Block fallen gelassen. Großartiges Kino. Und ich bekomme natürlich direkt Schluck auf. Ist wahrscheinlich eine Nebenwirkung. So. Red mal hier in den Easy-Modus. Ich hoffe, dass ich nicht zu schnell rede. Ich muss echt mal wieder langsam runterkommen. So, die Sugarcane-Ausrüstung kommt nämlich noch. Das hier ist der Creeper. Und hier haben wir nochmal ein TNT. Einfach nur mal kurz zum Vergleich, damit wir mal die Lochgröße sehen können. Ta, 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 ta. Und ihr seht ja auch schon, dass es wahrscheinlich so 3 oder sogar 4 TNT-Blöcke sind, die wir hier in die Luft gejagt haben. Zack. Jetzt kommen wir zu einer Ausrüstung, die ausschließlich aus Endstone besteht. Hier sehen wir die auch schon. Ich werde die natürlich direkt anziehen. Jetzt sehe ich aus wie so, ich weiß nicht, ziemlich weiß, mit so einer ganz tollen Kellerbräune. Ja, okay. Und hier haben wir jetzt halt ein Loch. Und das wird, glaube ich, ziemlich gefährlich. Der Villager will uns das jetzt mal freiwillig demonstrieren. Natürlich. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Komm schon. Geh da runter. Und ihr seht schon, man bekommt Schaden. So, und zwar ein professioneller Stunt-Villager. Wenn wir diese Rüstung tragen sollten, können wir mit der R-Taste uns teleportieren. Dazu einfach einen Block anvisiert. Da hinten ist auch ein Keks. Da möchte ich auf jeden Fall hin. Einmal die R-Taste gedrückt und ihr seht schon, zack, schon haben wir uns hierhin teleportiert. Und es entstehen sogar lilane Partikel. Vielleicht habe ich auch vor Schreck einfach nur einen fahren gelassen. Aber ich glaube, das sind ganz normale Enderpartikel. Natürlich hat man eine gewisse Distanz, die man nur erreichen kann. Das heißt, ich kann nicht hier einfach da aufs Dach ziehen und dann lande ich da drauf. Es sind lediglich, ja, so vielleicht 10 Blöcke, die man sich, wegteleportieren kann. Gerade wenn man gegen andere Mitspieler kämpft, ist das natürlich besonders pralle. Mal gucken, also hier Keks. Was, eine Karotte? Ernsthaft jetzt? Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Warum? Das ist unglaublich. Ja, dann als nächstes haben wir eine ganz tolle Rüstung, und zwar eine Rüstung aus Melonen, Pumpkin oder Jack-O-Lantern. Hier sehen wir sie auch schon, wobei hier diese sogar noch eine besondere Fähigkeit hat, und zwar den sogenannten Illuminated. Dazu kommen wir dann in Kürze, das ist nämlich nicht der einzige Block, der diese Fähigkeit aufweist. Da kann man nämlich zur menschlichen Fackel werden. Oh yeah, da wird nicht lang gefackelt.
Ja, was macht diese Rüstung? Die ist wirklich sehr, sehr sonderbar, denn damit werden wir automatisch gefüttert. Ich habe sogar Hunger, das trifft sich eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt zum Beispiel hier eine Melonenausrüstung. Man beachte unten meine Hungerleiste. Halbe Hungerkeule haben wir bereits verloren. Ich ziehe das Ding an und schon sind wir satt geworden. Cool, oder? Ja, guck mal, hier haben wir endlich mal eine Abnutzung. Das kritisiere ich eigentlich an den ganzen Rüstungen, dass wenn wir zum Beispiel den Ofen nutzen sollten, diese Ofenausrüstung, dass wir keine Abnutzung haben, wenn wir irgendwelche Blöcke abbauen. Genau, das ist quasi diese Feeder-Variante. Also ganz ehrlich, wenn es die in echt geben würde, ich würde wahrscheinlich die Rüstung binnen weniger Minuten auffuttern, dann wäre ich wahrscheinlich komplett nuggisch. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist auf jeden Fall... Mann! Dann geht es direkt weiter. Ich glaube, ich renne jetzt hier einfach mal zurück. Der Le Stunt-Koper ist mal wieder da. So, okay. Dann geht es direkt weiter mit der nächsten Ausrüstung. Und zwar haben wir jetzt eine ganz sonderbare Kategorie. Hier sind einige Elemente aus dem Nether. Wir haben aber auch Obsidian. Und ja, ihr seht es richtig. Es gibt tatsächlich eine Ausrüstung aus Bedrock. Und natürlich ist diese viel zu overpowered. Warum? Das zeige ich euch. Denn hier gibt es einen gewissen Health-Boost. Und zwar bekommt ihr 10 weitere Herzen gutgeschrieben. Ja, da ist man nicht so herzlos wie sonst unterwegs. 10 Herzen, das ist schon nicht von schlechten Eltern. Selbiges funktioniert im Übrigen auch mit zum Beispiel der Nether Brick Variante. Allerdings ist der Health Boost nicht allzu sonderlich hoch. Hier bekommt man lediglich 2 Herzen gutgeschrieben. Ansonsten bringt dieser Effekt gar nichts. Obwohl doch hier, wir haben noch einen 25%igen Knockback, während man bei Bedrock einen 100%igen Knockback hat. Ja, das ist ziemlich praktisch, aber Bedrock kann man ja normalerweise sowieso nicht abbauen. Ja, aber das war natürlich noch längst nicht alles. Wir haben hier zum Teil Ausrüstungen, die 3 Fähigkeiten auf einmal besitzen. Hier diesen Illuminated-Effekt, den hatten wir ja schon eben gerade angesprochen. Dazu kommen wir dann aber gleich, ja. Und wir haben hier vor allen Dingen einen sogenannten Fiery-Effekt, der dafür sorgt, dass wir Mobs in Flammen aufgehen lassen können. Und einen Flame-Resistance-Effekt, der, glaube ich, selbsterklärend ist. Damit haben wir halt Schutz, Feuerschutz, wenn wir durch eine Flamme laufen, ne? Direkt mal hier übergezogen, sieht ziemlich stylisch aus. Hier wieder ganz heiß dabei. Heiße Sache. Direkt mal hier rüber gelaufen, denn hier habe ich einen weiteren Dispenser mit einigen Mobs drinne. Und jetzt werde ich einfach mal hier einen Creeper hervorrufen, den direkt angreifen und ihr seht schon, dass dieser direkt in Flammen aufgeht. Ja, egal mit welchem Element ihr diesen angreifen solltet, sei es mit Steak oder mit Redstone, ist es relativ wumpe, der geht sofort in Flammen auf, ne? Also eine ziemlich spannende Geschichte. Nein, das mache ich. Oh Gott. Trotzdem ziemlich gefährlich. Dennoch haben wir keinen 100%igen Feuerschutz. Das heißt, wenn ich hier in Lava springen sollte, seht ihr auch schon, verlieren wir trotz allem ein paar Herzen. Dennoch finde ich diese Rüstung weiterhin sehr overpowered und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir Schaden bekommen, wenn wir mit der Magma-Ausrüstung im Wasser springen. Das wäre zum Beispiel das würde das Ganze ein bisschen abschwächen. Oder dass wir Schaden bekommen, wenn es regnen sollte, ne? Das wäre vielleicht eventuell keine allzu schlechte Idee. Das ist quasi diese Geschichte. Ja, jetzt geht es kaltherzig weiter mit den nächsten Blöcken. Und zwar haben wir jetzt hier eine Rüstung komplett aus Eis. Geil, da können wir direkt einen auf Ötzi machen und uns direkt in Eis einsperren. Cool, oder? Guckt euch das Design mal an, das ist richtig geil. Damit bekommen wir einen Speed-Effekt. Aber, und jetzt kommt es, wir haben einen kleinen negativen Effekt bei der ganzen Sache. Und zwar rutschen wir. Egal auf welchem Block wir landen, ihr seht es auch schon, oder auf welchem Block wir laufen, sei es auf Gras, ja, das ist eigentlich ziemlich lustig, demnach ist es etwas schwieriger zu koordinieren, aber der Speed-Effekt ist so hoch, deswegen würde sich auf jeden Fall diese Ausrüstung lohnen. Was meint ihr? Des Weiteren haben wir den sogenannten neuen Frostwalk-Effekt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier auf Wasser laufen, dann seht ihr auch schon, können wir das Wasser in Eis verwandeln. Natürlich nicht für immer. Das Eis geht natürlich direkt kaputt. Ist ein bisschen unlogisch bei meinem Körpergewicht. Ich meine, wenn ich auf Eis laufen sollte, egal wie dick es ist, ich krache meistens ein. Wir haben direkt Tiefkühltintenfisch kreiert. Wow, cool. Oh Gott, ey. Der arme Tintenfisch. So, und dann haben wir hier noch eine Schneeausrüstung. Also wir haben zwei verschiedene Eisausrüstungen, die komplett gleich sind. Diese Schneeausrüstung hingegen ist noch ein bisschen anders. Die hat noch einen zusätzlichen Effekt. Beziehungsweise wir sind nicht so schnell unterwegs. Mit der R-Taste können wir es schneien lassen. Und das ist richtig lustig. Vor allen Dingen, welche Wolke hier erzeugt wird. Jetzt können wir einen auf Le Frau Holle machen. Hier seht ihr es auch schon, R gedrückt. Und das sieht so unfassbar cool aus. Wir haben so ganz kleine Wolken, die wir erzeugen. Und es entstehen Schneebälle und Schneeblöcke werden hier kreiert. Und das ist so unfassbar liebevoll gestaltet. Also den Effekt kannte ich vorher tatsächlich noch nicht. Und es macht echt tierisch Laune. Man hat einen ganz, ganz tollen Sound, der ebenfalls abgespielt wird. Und demnach kann ich euch auf jeden Fall diese Ausrüstung nur ans Herzen legen.
So, so viel zu dieser Geschichte. Dann geht es direkt weiter mit der nächsten Variante. Ich habe es jetzt schon mehrfach angeteasert. Und zwar haben wir jetzt den Illuminate-Effekt. Ja, das sind nämlich Rüstungen, bei denen euch wahrscheinlich das ein oder andere Licht aufgehen wird. Denn damit können wir quasi wie eine Fackel fungieren. Wie eine lebendige Fackel, habe ich ja eben gerade schon erwähnt, und es zum Erleuchten bringen. Dazu werden wir natürlich direkt hier mal unter Tage gehen. Werden natürlich hier in den Optionen die Video-Settings, die Brightness auf Moody stellen. Und dann werde ich jetzt mal die R-Taste drücken und dann seht ihr auch schon, dass wir damit das Licht ein- und ausschalten können. Geil. Tod, lebt, tot, lebt. Genau, wieso kann man das überhaupt toggeln? Wieso ist das nicht konstant an? Ganz einfach, hin und wieder kann es zu Lags kommen, wenn man diese Rüstung trägt, weil das ist ja natürlich eine gewisse Performance, die man hier ja ausgibt, wenn man hier als lebendige Fackel umherläuft. Und vor allen Dingen ist es natürlich blöd, wenn ihr mit mehreren Mitspielern spielt, ihr seid in der Höhle und wollt euch vor anderen Mitspielern verstecken, aber auch gleichzeitig diese Rüstung hier nutzen, dann könnt ihr ziemlich schnell das Licht wieder deaktivieren, wenn ihr einen gegnerischen Mitspieler sehen solltet. Der Effekt kommt im Übrigen auch mit dem Beacon daher, ist natürlich ziemlich teuer, würde ich wahrscheinlich nicht craften. Sea Lantern und Jack-O-Lantern kann man ebenfalls diesen Illuminated-Effekt auslösen. Ist also eine ziemlich spannende Geschichte. So, dann geht es direkt weiter. Ich werde jetzt mal das Ganze hier skippen und wir kommen zum Glas. Ja, Glas darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Das ist ja wahrscheinlich für den einen oder anderen jetzt nicht so spektakulär, aber vom Design her feiere ich das halt. Man bekommt halt einen konstanten Invisibility-Effekt. Ist natürlich ziemlich nutzlos, weil man trotzdem hier sein, sich zeigt, weil man hier ja diese Glasausrüstung trägt. Aber allein vom Prinzip her finde ich das ziemlich lustig, denn ich wüsste jetzt nicht, welchen anderen Effekt Glas bekommen sollte. Von daher bekommt man lediglich einen, einen Invisibility-Effekt. Sieht aber ziemlich lustig aus. Ja, demnach habe ich hier nur vier Rüstungen reingepackt, aber ihr könnt natürlich auch alle anderen Farben nutzen, um diese Rüstung hier zu craften. Ja, ansonsten, ich kann noch ganz kurz das gelbe Glas überziehen. Ich meine, gelb auf gelb ist jetzt nicht so bralle. Ich meine, ich schreibe ja auch nicht mit einem weißen Stift auf weißem Papier, ne? Also deswegen weiß ich nicht. Würde ich wahrscheinlich... Ja, es ist... Würde ich wahrscheinlich nicht craften. Dann geht es direkt weiter. Auch eben gerade zu Beginn angeteasert. Eine Rüstung komplett aus Notenblöcken. Yay! Ach, schön. Einfach mal direkt angezogen. Und damit können wir halt, ich habe es ja eben gerade schon erwähnt, musizieren, wenn wir durch die Gegend watscheln. Kurz gezeigt. Ich laufe hier einfach mal ein bisschen langsam durch die Gegend. Ja, es klingt noch immer besser als der Song von Bibi, oder? Was meint ihr? Aber das ist... Es ist ja auch nicht schwer zu unterbieten. Ja, doch, doch. Ja, ziemlich spannend. Ich glaube, das ist eher tatsächlich einfach nur eine Rüstung, um andere Mitspieler sowas von zu nerven. Also ziemlich cool, dass man so eine kleine Trollausrüstung dabei hat. Dann als nächstes im Gepäck haben wir die Quarzgeschichte. Kommt auch in drei verschiedene Varianten daher. Die sind ziemlich spannend. Könnte man sich craften, werden wir jetzt nicht ausprobieren. Ich werde die jetzt auch nicht anziehen, denn damit wird lediglich der Attack Speed und die Stärke erhöht, was vielleicht bei der neuesten Minecraft-Version gar nicht mal so verkehrt ist. Ne, also da kann man auf jeden Fall deutlich schneller und häufiger angreifen. Genau. Ja, dann als nächstes für alle Naturfreunde unter euch haben wir natürlich die Möglichkeit, uns in einen, ja, in einen Baum zu verwandeln, beziehungsweise so eine Holzausrüstung überzuziehen. Cool. Ja, dann sind das sind wahrscheinlich auch die sogenannten Clocks, oder? So heißt doch diese Holzpantoffeln, oder? Alle Ausrüstungselemente, die ihr hier seht, haben die gleichen Effekte, außer der Kaktus, der hat noch einen zusätzlichen Effekt, den sogenannten Brickley-Effekt, der dafür sorgen wird, dass ihr ein Thorn, dass ihr die Thorn-Fähigkeit bekommt und damit, das war glaube ich die Geschichte, dass wenn ihr Schaden bekommt, dass der Gegner ebenfalls ein paar Hitpoints zugesteckt bekommt. Wenn ich mich recht entsinne, ich bin mir da aber nicht mehr zu 100% sicher. Auch das Design wieder richtig lustig. Hier seht ihr es auch schon, der Kaktus. Hier mit diesen, mit diesen Pantoffeln hier, mit diesen Sandpantoffeln, ist es unglaublich lustig gemacht. Ich feiere das. Und, genau, also, was ist im Übrigen der Effekt von den einzelnen, von den Rüstungselementen? Ganz einfach, wenn diese, kaputt geht, dann regeneriert sich diese. Die kann sich quasi selber wieder heilen oder wird wieder ganz. Ja, sowas bräuchte ich vielleicht sogar im echten Leben, denn, ohne Mist, bei meiner letzten Fahrradtour ist mir tatsächlich meine Hose gerissen. Das war ziemlich peinlich, das muss ich euch mal in einem anderen Video erzählen, aber ja, das war nicht so, das war echt nicht schön, das ist jetzt auch nicht gelogen oder so, das war wirklich, naja, egal, dazu kommen wir dann irgendwann anders mal. Dann geht es direkt weiter mit einer ganz, ganz tollen Ausrüstung und zwar der Soul Sand Variante und ohne Mist, mit dieser würde ich so gerne die Dropper Map spielen, es macht so einen Spaß, ich feiere diese Ausrüstung, denn auf dem ersten Anschein wirkt sie total sinnfrei, denn ihr seht schon, wir bekommen einen Slowness-Effekt, ne? Aber ihr habt das eben gerade schon gesehen, wenn ich springe, dann fliegen wir ganz, ganz, ganz langsam zu Boden.
Und das möchte ich mir euch mal ganz kurz zeigen. Es ist wirklich der Wahnsinn. Es macht so einen unglaublichen Spaß. Wenn ich mich jetzt hier oben beispielsweise runterstürzen sollte, direkt mal hier wieder aus dem kreativen Modus rausgegangen und los, lauf, kleine Schildkröte, lauf, zack, und springen sollte, dann seht ihr auch schon, wie langsam wir hier zu Boden segeln. Es ist unfassbar lustig. Und sowas auf einer Dropper-Map, ah, das macht sicherlich unglaublichen Spaß. So, damit hätten wir diese Geschichte ebenfalls abgehakt. Das Gegenstück zum Soul Sand ist Sugarcane, aber um ehrlich zu sein, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was Sugarcane hier in dieser Mod macht, denn es ist kein Block, den wir benötigen, um dieses Sugarcane zusammenzubauen. Deswegen ist die meines Erachtens fehl am Platze. Damit bekomme ich quasi einen Zuckerschock und können ziemlich schnell durch die Gegend düsen. Ich weiß nicht, die Ausrüstung, sie ist zwar cool umgesetzt, aber nee, die müsste eigentlich raus, weil das hat echt keinen Zweck. Also das ist kein Block für mich und nee, einfach raus, raus damit. Ja, und dann geht's direkt weiter mit der nächsten Ausrüstung. Richtig lustig ist die sogenannte Slime-Geschichte. Hier seht ihr das Crafting-Rezept. Damit wären wir quasi zum lebendigen Flummi. Wenn wir jetzt beispielsweise von einem höheren Block runterspringen sollten, dann springen wir wie ein Flummi weiter. Das seht ihr. Zack, bloink. Und es macht, wir bekommen so einen Slime-Sound. Demnach ist es tatsächlich so, je höher die Plattform ist, von der man springt, desto häufiger kommt man natürlich wie ein Flummi auf dem Boden auf. Das Problem ist, wenn man einmal auf dem Boden aufgekommen ist und in die Lüfte springt, dann kann man das nicht mehr so gut koordinieren. Wenn das natürlich waghalsig wie ich bin, direkt mal ausprobieren und hiyo! Oh, das war knapp. Okay, ich fast noch hier die Schlucht, wäre ich fast noch hier runtergefallen. Ja, das ist quasi diese Geschichte. Ihr habt schon gesehen, ich bin direkt mehrfach, ja, aufgekommen. Hier steht im Übrigen noch, dass wir auch von Wänden abspringen können. Das habe ich vorhin mal mehrfach ausprobiert. Das hat aber nicht so ganz oder? Ich habe eben gerade einen Sound gehört. Vielleicht muss ich... Nee, das geht einfach nicht, ne? Also wie gesagt, theoretisch kann man auch irgendwie von Wänden abspringen, das hat aber nicht so ganz geklappt. Ich bin auch von hier unten, von hier oben runtergesprungen gegen die Wand, das hat alles nicht geklappt. Demnach, weiß ich nicht, müsste man... Huch, da bin ich abgesprungen, was war denn da los? Okay, das ist halt ein bisschen merkwürdig, das ist ein bisschen schwierig zu koordinieren. Dann zum Schluss kommen wir zum Nonplusultra. Und zwar haben wir jetzt noch einige Command-Ausrüstungen. Richtig geil, hier seht ihr es auch schon. Kann man natürlich selbstverständlich nur mit Command-Blocks craften. Diese funktionieren allerdings noch nicht wirklich. Vielleicht habe ich das auch irgendwie noch nicht ganz gerafft. Aber es soll eigentlich die Zeit manipulieren. Zum Beispiel hier mit diesem Element können wir beispielsweise mit der R-Taste die Zeit stoppen. Das wäre cool, wenn das klappen würde, aber es geht einfach nicht. Ich werde es einfach mal anziehen, werde direkt hier mal ein Skelett spawnen und die R-Taste jetzt drücken. Und ihr seht schon, dass dieser weiterhin problemlos Pfeile schießt. Wäre natürlich cool, wenn diese dann in der Luft stehen bleiben würden. Aber egal, was ich drücke, es funktioniert einfach nicht. Dann gibt es hier auch noch so ein Rewind, was auch richtig cool wäre, wenn es dann funktionieren würde. Dass wenn man irgendwie von einem Pfeil getroffen wird, dass der Pfeil wieder aus einem gezogen wird. Man bekommt wieder ein paar Herzen gut geschrieben und der Pfeil fliegt wieder Richtung Skelett. Der natürlich keinen Schaden bekommt, sondern den Pfeil wieder ja, einsammelt oder sowas. Mann! Ja, Freunde, demnach hätten wir schon fast alles abgehakt. An dieser Stelle möchte ich einfach mal von euch wissen, welche Rüstung ihr am besten fandet. Und ob wir das Ganze mal auf einer Dropper-Map nochmal ausprobieren sollen. Vielleicht per Zufall eine Rüstung ziehen. Darauf hätte ich auf jeden Fall tierischen Bock. Ansonsten findet ihr eine weitere richtig coole Minecraft-Mod direkt hier auf dem Bildschirm, eine Schachmod mit richtigen Mobs, die ihr nutzen könnt, um Schach zu spielen. Ziemlich cool gemacht, einen Link dazu direkt, wie gesagt, hier auf dem Bildschirm. Ansonsten war es das von mir. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Das war der Lokopa mit der Block-Armor-Mod und 140 verschiedenen Rüstungen. Bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.